Herzlich willkommen zu Stadtgespräch TV, heute vom Igelfest in Prenzlau. Die Wohnbau hat keine Kosten und Mühen gescheut und etwas ganz Besonderes auf die Beine gestellt, passend für Prinzessinnen und auch die kleinen Ritter. Die Kleinen kommen ganz groß raus. Die Wohnbau feiert und lädt ihre Mieter und Gäste ein. Ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm und zahlreiche Attraktionen für Kinder. Ein Tag für waghalsige Abenteurer, mutige Ritter und echte Märchenhelden. Ich habe mir heute eine richtige Eiskönigin geangelt. Ich bin ja quasi nur die Krönchenprinzessin hier. Worauf kommt es an, wenn man Prinzessin sein möchte? Es kommt tatsächlich darauf an, auf jedes Kind einzeln einzugehen. Also ich arbeite ja viel auf Kinderfesten oder bin für private Veranstaltungen buchbar. Und da möchte ich auf jedes Kind einzeln eingehen. Kinderträume erfüllen, die Kinder dürfen mir ihre Fragen stellen und ich nehme Zeit für sie und ich finde, darauf kommt das dann im Endeffekt wirklich an. Es ist ja ein bisschen wie im Märchen, wo wohnen denn die Prinzessinnen? In einem Schloss natürlich, ist ja klar. Wir haben unsere Schlösser. Und vom Schloss weiter zum Immobilientipp. Auf der Suche nach einem neuen Domizil? Vielleicht ist diese Wohnung im Robert-Schulz-Ring genau das Richtige. 3 Zimmer, Küche, Bad und Balkon. 61 Quadratmeter zum Rundum Wohlfühlen. Aus dem 4. Obergeschoss haben die Mieter einen tollen Ausblick und den Spielplatz gleich vor der Haustür. Die Wohnung besticht durch Ausstattung und einen unschlagbaren Preis. 440 Euro warm werden für die Miete fällig. Interesse geweckt? Wohnbauvermietungsexperte Hartmut Hellmann berät Sie gern. Vom Igelfest und dem Karusselltreiben, dem Hüpfbogen und überhaupt jeder Menge Spaß geht's weiter mit der Schwanenvilla. Auch hier ist einiges passiert. In bester Innenstadtlage entsteht die Prenzlauer Schwanenvilla. Die Wohnbau investiert in das Objekt mehr als 2 Millionen Euro. Zur feierlichen Grundsteinlegung Ende Mai versammelten sich Gäste aus Politik und Wirtschaft auf der frisch gegossenen Bodenplatte. Eine Zeitkapsel wurde befüllt, fachgerecht versiegelt und vom Bürgermeister persönlich eingemauert. Natürlich wünschen wir uns, dass wir hier einen guten Bauablauf haben werden, dass wir das Haus sowohl im Zeit- und Kostenrahmen entsprechend enthalten können und dass natürlich die Mieter, die nachher hier drinnen wohnen werden, viele, viele glückliche Jahre verbringen können. Und wir denken, dass wir gerade eben doch in dieser attraktiven Innenstadtlage, ja, die oberen Wohnungen werden einen Blick auf den See haben, auch wieder Wohnraum schaffen, der in Prenzlau benötigt wird. Hinter der Wohnbau liegt harte Arbeit. Nach einer intensiven Planungsphase kamen die Abrissbagger zum Einsatz. Der Neubau war nötig, wir hatten hier einen Altbau zu stehen. Eine Modernisierung war wirtschaftlich einfach nicht vertretbar. Der ganze Keller war feucht, das Haus war feucht. Wir hatten des Weiteren Grundrisse, die einfach nicht mehr marktfähig waren. Und dementsprechend haben wir uns entschieden, das Haus abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen, wo wir natürlich einen komplett neuen Komfort dann auch mit integrieren können. Die Ausstattung glänzt mit Fußbodenheizung, großzügigen Grundrissen und einem integrierten Smart-Home-System. 2019 sollen die 10 Wohnungen im gehobenen Segment bezugsfertig sein. Das war Stadtgespräch TV für diese Woche. Ich habe jetzt auch meinen Ritter Eddie gefunden und damit tschüss, bis zum nächsten Mal.